Guten Tag und herzlich willkommen hier wieder zurück zu FIFA 13. So, ja, jetzt müssen wir das mal abschütteln, dass wir im Champions Cup mal wieder verloren haben. So, aber wir versuchen es gleich wieder und hoffen auf ein gutes Spiel. So, gegen FC Bayern München, gegen den aktuell Tabellenführenden. So, nur noch eine Frage der Zeit bis Angebot für Eintrudeln. Aha, schön zu wissen. So, ich guck nochmal ins Teammanagement. Ach, ich lass mal meinen Hilfstrainer mal gucken. Vielleicht sieht der was anderes als ich. So, mir an Gerät Frink. Feig. Okay, Stahl. Blount. Halfa. Aha, rechtes zentrales Mittelfeld. Kakili. Rodriguez, Weimann. Oh, die hat der umgedreht. Aha. Vielleicht ist das besser. So, wie sieht. Ja, okay. Da vertraue ich mal meinem Hilfstrainer. Deswegen sage ich mal, sofort die nächste Partie spielen. Also ab und an mache ich es doch mal gern, dass ich einen Hilfstrainer lasse, weil der noch mal ein bisschen mehr Überblick hat als ich. So. Oh, oh, oh. Ein harter Gegner, würde ich sagen, mit Bayern München. Also, muah. Hei, hei, hei. Ich hoffe mal, das geht gut aus. Fortgeschritten schießen. Das Ziel dieser Übung ist es, den Ball per Direktannahme. Ja. So. Mal gucken, ob wir irgendwas hier reindonnern können. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Alter. Na, das gibt's doch nicht. Ah, schon eher. Ah, ach, scheiß drauf. So, gegen FC Bayern München heute in der Bundesliga. Vielleicht können wir ja was machen. Können wir ihnen zeigen, was der Hake ist, damit wir hier vielleicht aus einem moralischen Loch kommen, das definitiv mittlerweile sehr tief sitzt hier bei 60. Da. Was soll denn das hier? Es war doch kein Foul. Ich glaub's nicht. So, egal. Bayern hier schon wieder auf Torschussmanier. Eieiei. So, Ecke für Bayern. Hoffentlich kriegen wir nicht wieder so früh das Ding rein. Ospina boxt das Ding weg. So, und jetzt umschalten hier. In den Sturm hier rein. Ah. Schön mitgegangen, aber Bayern stand gut, hat den Ball gesehen, wo er hingeht. So. Jetzt versuchen wir mal nochmal das Spiel hier aufzubauen. So. Bin ich gespannt, was so einfällt. Neuer hat das Ding sicher, ist klar. Weil man hat einfach mal von einer guten Distanz hier drauf gebolzt. Probieren geht über Studieren, sage ich da mal nur. So. Bayern kommt hier schon wieder Richtung Tor der 60er. Aber gut gestoppt. Was war hier? Foulspiel. Da kriegt er zu Recht die gelbe Karte, würde ich sagen. Der Ball war schon längst weg, oder? Oh, oh ja. Und dann noch so reingegrätscht. So, was machen wir? So. Ei. Aber den Ball sofort wieder verloren. 60 wird zurückgedrängt. Aber holt sich den Ball wieder. Ah. Schön motiviert der kleine KKK. Was weiß ich. Ich hätte mir den Namen richtig merken sollen. So, aber die Partie ist sehr heiß, würde ich sagen. So, wo Kaviek ist hier wieder da. Aber schön gemacht. So, Halfa kriegt den Ball. Vielleicht sehen wir ja doch irgendwo lang gegen die Bayern. Ah, aber so nicht. So natürlich nicht. So,
Bayern, ja, tänzelt uns erstmal aus, ist klar. So, Bayern kommt hier schon gefährlich nah. So, aber Ospina hat das Ding zwar nicht sicher, aber er hat ihn. Hauptsache er hat ihn. Nicht, dass er drin ist im Netz und er hinter sich greifen muss. Das ist immer total blöd. Oh, schön angedeutet, aber dann doch nicht genommen. Alter, wollen die uns jetzt hier auskombinieren? So, es gibt's doch nicht. So, Bayern kommt hier schon wieder. Ah, komm schon. Yes. Gut abgewehrt. Ja, aber Bayern selbst in der Offensive hier. Ja, sehr defensiv stark. So, 60 muss hier Ruhe reinbringen. Muss sich hier schön langsam erst nach vorne wagen. Aber selbst das funktioniert nicht richtig. Gerade noch abgewehrt. Die Partie wird schon wieder heiß. Bayern jetzt mit der Ecke. Ah! Nein! Ein Ballverlust so kurz vorm Tor ist natürlich sehr, ja, einladend für Bayern. Da ist es 1:0 für sie. So, 60 darf sich endlich mal wieder am Riemen reißen. Um hier wieder was zu machen. Aber Bayern kommt hier schon wieder. Alter, seid mal konzentriert hier. Es gibt's nicht. Irgendwie ist der Wurm drin bei unseren 60ern. Aber hier kommt Bayern schon wieder. Freistoß für Bayern. Ist der Vorteil abgelaufen gewesen? Oder hier abgegolten? So, Rodriguez hat es den Ball, aber gegen drei Bayern kann er sich natürlich nicht durchsetzen. So, komm schon. Konzentriert euch! Es ist doch nicht so schwer. So, Einwurf Bayern. Schnell ausgeführt, aber... Ja, damit 60 auch ja nicht hier versuchen kann, sich hier richtig zu formieren. So, aber jetzt, bitte. Alter. Es gibt's nicht. Schon wieder Freistoß für Bayern. Ja, die Aggressivität schwappt über in dieser Partie. Alter, es gibt's nicht. Bayern einfach einen Ticken stärker, einen Ticken agiler und allem. Heieiei, so, aber jetzt. Zweite Halbzeit, hoffentlich läuft die besser für unsere 60er. So. So, Feig. Feig. Oh, gegen den Pfosten. Es dürfte doch die Glieder von 60 jetzt mal in Bewegung bringen. Damit sie hier was machen können. So. Neuer Aufbau hier. So, Weimann. Na, verliert den Ball gegen den Abwehrspieler von Bayern. Ah. Wer liegt hier am Boden? Ah, keine Ahnung. Vorteil laufen lassen. So, jetzt muss ich ins Teammanagement gucken, wer hier verletzt ist. Halfer, unser Halfer
Verstauchter Knöchel, linkes zentrales Mittelfeld. Ich bring. Wen bring ich denn? Ja, muss ich so umstellen. So, guck mir den Rest noch schnell an, ob hier noch jemand gewechselt werden muss. Nee. So, fortsetzen. Eieiei. Hoffentlich wird der wieder unser guter Halfer. Auf so einen guten Spieler wie ihn will man halt nicht verzichten unbedingt. Er wäre natürlich schlecht oder schade. So, Weimann darf hier treten. So. Zieht einfach mal ab, aber naja. Freistöße, da sind wir halt noch nicht so gut oder einfach nicht so gut. So, probieren wir es halt auf die herkömmliche Weise. Aber das wird bis jetzt auch noch nichts. Weimann. Aber 60 wird agiler hier. Ah. Wir kommen einfach nicht richtig an den Ball, um hier in Schussdistanz zu kommen, richtig. So, Bayern kommt hier. Schon wieder gefährlich. So, ab. Ja, Freistoß für Bayern. Hier sehr viele Freistöße und Pfiffe wegen Fouls. Oh ja, da ist jetzt nicht unbedingt die Gefahr ausgegangen von. So, probieren wir es halt wieder. Hier die Bayern ins Schwitzen zu bringen noch. So, was wird es? Nicht viel bis jetzt. So, schön abgenommen hier. Den Ball, Rodriguez ist dran. Aber er verliert ihn, ist jetzt nicht so schlimm, da 60 schon wieder im Ballbesitz ist. So, 68 Minuten bereits gespielt. Und Bayern ist hier schon wieder nicht vom Ball zu trennen. Es gibt's nicht. Oh, abseits. Ja, klares Ding. So, Bayern wechselt. Mir wurscht, wen gegen wen. So, Hauptsache 60 kommt jetzt aus dem Quark. Und kann hier die Bayern hier ein bisschen ins Schwitzen bringen. Hier noch vorm Tor. Aber jetzt stehen sie wieder besser. Passen wieder besser auf. Aber 60 hat irgendwo Elan bekommen. Alter, und dann kommt keiner. Ja, den hat Neuer sicher. So, ein bisschen offensiver bitte, Leute. Es geht um eure Punkte, um den Klassenerhalt vor allem. Der hier mittlerweile auf wackeligen Beinen steht. Alter. Es gibt's nicht. Nicht zu trennen, die Leute. Unmöglich. Es gibt's nicht. So, aber jetzt hier bitte. Ich will hier Initiative sehen. Ah, da geht keiner in der Mitte, wenn hier so eine Flanke kommt. So, Neuer wirft den Ball einfach nur hinaus. Aber auch gewaltig hinaus. So, schöne Abwehrarbeit hier von 60. So, schön gespielt, aber Bayern steht gut, steht kompakt hier. Bayern ist wach. So. Neuer Aufbau hier.
um hier doch endlich mal durchzukommen. Ah, eine Minute Nachspielzeit hier in dieser Partie. Bayern jetzt im Ballbesitz. Das ist schlecht für 60. Na, fuck, ey. Gleich wird der Abpfiff ertönen. Da ist er. Oh Mann, wir verlieren gegen den Tabellenersten 1:0. Es hätte höher ausgehen können. Da können wir froh drüber sein. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und ciao, bis morgen.